Herzlich willkommen zum Fotocafé Nummer 21 aus Wien. Es freut mich, dass so viele wieder dabei sind. Und vorab einmal eine Frage an Andreas. Andreas, hast du schon ein Kraut gegessen? Ja, was? Ja. Okay, aber trotzdem nochmal alles Gute zum Geburtstag, gell? Liebe Grüße nach Lemberg. Danke. Alles schön. Gute. Danke vielmals. Wir haben heute die Sendung Nummer 21. Jetzt schaue ich nur schnell, ob da noch irgendwer im Warten haben müssen. Nein, passt eh. Und heute geht alles um das Thema Fotobuch. Und da habe ich zwei sehr interessante Gäste, den Enrico Fabiani, mit dem ich schon eine sehr lange Freundschaft verbindet, und der Norbert Kopf, unser Gartenfotograf aus Salzburg, mit dem ich auch schon sehr viel gemeinsam fotografiert habe. Und natürlich die Photoshop-Challenge wieder mit Oliver, der in Salzburg sitzt. Ich habe jetzt einmal mir angeschaut, und zwar wir haben die Wochen beim Makrokurs einmal kurz uns gefragt, wie man die Schärfentiefe berechnet. Weil die ist ja teilweise sehr, sehr gering, und ich werde jetzt einmal da im Internet diesen Link aufrufen, um euch einmal zu zeigen, wie sowas funktioniert. Und um vielleicht einmal ein bisschen auch noch die Sensibilität zu schärfen, wie wenig Schärfentiefe wir zum Beispiel im Makrobereich haben. Das ist sehr einfach. Ich kann da zum Beispiel jetzt runtergehen und ich gebe zum Beispiel einmal ein 100 mm, das wäre jetzt ein Makroobjektiv. Und wenn ich jetzt auf 1:1 bin. Kannst du den Bildschirm freigeben? Ihr müsst jetzt aber den Bildschirm eigentlich sehen. Nein, ja. Mir ist klar. Na, so jetzt wird das groß sein. Nein, es ist. Warte mal, jetzt muss ich da was machen. Jetzt ist es groß. Ja, da. Das war nicht das Spotlight-Video. Danke, Elisabeth. Gell? Und da stelle ich jetzt einmal 32 Zentimeter ein. Und wenn ich dann hier zum Beispiel sage, okay, in Blende 2, dann habe ich einen Nahpunkt von 31,9 und einen Fernpunkt von 32,1. Also sehr, sehr gering. Und da sieht man dann, wenn ich dann einen anderen Sensor habe, kann man einfach nachschauen. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Kamera habt mit einer hohen Auflösung und ihr habt jetzt ein Problem mit der Schärfentiefe, dann könnt ihr zum Beispiel einfach hier mal den Abstand verdoppeln. Dann wird natürlich auch nimmt auch die Schärfentiefe zu. Aber ich kriege immer wieder die Frage, dass man sagt, ja, du hast ja meine Fotos, ich habe das Gefühl, dass die nicht richtig scharf sind. Und dann liegt es eben, wie gesagt, meistens daran, speziell im Makrobereich. Wenn es euch einmal interessiert und ihr sagt, okay, ich mache jetzt Porträts über 85 mm Objektiv und der Abstand sind jetzt 200 cm und ihr habt Blende 4, dann seht ihr, ihr habt von 194 bis 207 Schärfentiefe. Den Link werde ich euch dann in die Kommentare posten und werden auch bei uns auf der Facebook-Seite nochmal posten. Da sind auch ein paar andere Sachen drauf, die recht interessant sind zum Anschauen, wollen wir heute einmal geguckt. Karl, im Chat ist die Frage, kann man auch den Schärfeumkreis einstellen im Radius? Den Schärfeumkreis kann man jetzt in dem Fall nicht einstellen, weil die Schärfe wird ein Drittel nach vorne und zwei Drittel nach hinten fallen. Aber ich könnte jetzt einmal für eine der nächsten Sendungen die hyperfokale Entfernung vorbereiten, weil mit der wird man dann sehen, wie sich die Schärfe ausdehnt. Weil in dem Fall könnte man jetzt, wenn ich mal zum Testen, aber wenn ihr euch mit einem Bleistift einen Punkt macht, und dann würdet ihr sehen, dass die Schärfe ein Drittel nach vorne und zwei Drittel nach hinten fällt. Und es gibt zum Beispiel auch noch ein Plugin für Canon und Nikon Kameras für ein Lightroom, wo man das auch sehen würde, wo man quasi im Nachhinein das Ganze auch noch festlegen kann. Das werde ich auch raussuchen. Das heißt, da könnte man im Nachhinein auch schauen, wo hat man scharf gestellt und wo ist dann die entsprechende Schärfentiefe. Das ist vielleicht zum Nachvollziehen und zur Arbeit dann mit den Bildern, um die zu verbessern oder um einfach zu sehen, wo habe ich meine Schärfe hingelegt, sehr hilfreich. Gibt es da noch eine Frage von eurer Seite dazu? Okay, dann werde ich da wieder zurückgehen. Und ich habe ein paar Sachen vorbereitet, nachdem jetzt ja Weihnachtszeit ist
und ihr vielleicht ein Weihnachtskartenmotiv fotografieren wollt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Adventkranz fotografiert oder vielleicht eine Kerze am Christbaum, dann solltet ihr einen niedrigen ISO-Wert haben, 100, 200, halt so gering als möglich. Bei einer brennenden Kerze eine maximale Belichtungszeit von einer 30. Sekunde. Ansonsten verschwimmt die flackernde Flamme. Stativ, also Bildstabilisator ausschalten, Fernauslöser oder App am Mobiltelefon. Was vielleicht bei den ganzen Systemkameras oder auch bei den Spiegelreflexkameras, zumindest bei den Canon interessant ist, also wenn ich jetzt im Live-View fotografiere, kann ich hinten drauf tippen und kann auslösen, dabei eine leichte, verzögerte Auslösung. Bei den Olympus-Kameras kann man das auch einstellen. Da gibt es einmal den Bildstabilisator und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, wo das auch geringfügig verzögert wird. Was natürlich klar ist, kleine Blendenzahl, große Öffnung, damit ich eine schöne Unschärfe in der Bouquet bekomme. Und wenn ich sehr dünne Kerzen habe, muss ich mir halt überlegen, dass ich auf die vordere Kerzenseite scharf stelle. Und ich kann natürlich auch mit Schärfe oder Unscharfschärfe arbeiten. Und da würde ich halt dann dort scharf stellen, was für mich Bild wichtig ist. Weißabgleich könnt ihr auf Automatik oder auf Tageslicht einstellen, nachdem das Ganze sowieso sehr warm wird, aber dieser warme Ton ja erwünscht ist, kann man das im Nachhinein dann noch entsprechend anpassen. Das erste Foto ist jetzt nur mit der Kerze beleuchtet und ist also mit einer 60. Sekunde Blende 5,6 bei relativ hoher ISO-Zahl, weil ich das in dem Fall aus der Hand fotografiert habe. Und da müsst ihr halt einfach schauen, dass ihr die Kerze an der richtigen Stelle positioniert, also da ist kein Blitz, nichts dabei. Und sozusagen das ganze Licht kommt von der Kerze und im Hintergrund des Raums war noch eine Lampe, die nur ein bisschen Restlicht reinstrahlt. Das war aber sehr gedämpft. Und wenn ihr jetzt mehrere Stücke arrangiert, dann ist es immer so gut, wenn ihr eine ungerade Anzahl drauf habt, dann ist es sehr, sehr schön. Und ihr seht, ich habe da links mit dem Zapfen und mit dem Reisigzweig das Ganze abgeschlossen, damit da nicht zu viel leere Fläche ist. Aber das ist eigentlich jetzt eh ganz interessant, man sollte eh nicht raus, wenn nur Corona ist. Das heißt, man kann mit einem Adventkranz und ein paar Keksel oder so wie bei dem Foto eine sehr geringe Schärfentiefe einfach auf die vordere, also auf die zweite Reihe der Kekse und dann hat man wirklich geringe Schärfe und man kriegt halt einfach ein entsprechendes Bild. Da das Ganze nur einmal mit dem neuen 85 mm Makroobjektiv von Canon mit Blende 5,6 und wie gesagt Beleuchtung auch nur von der Kerze und hinten von der Lampe, man sieht, man hat ganz einen leichten Schatten, das heißt ein bisschen ein Streiflicht, das ist schon interessant, weil dann kommt nämlich der Butterzucker auch so richtig raus. Und nur ein Tipp, vielleicht nicht zu viel Zucker draufstreuen. Ich habe gestern mit einer Köchin gesprochen, die sehr viel Foodstyling auch macht und sie sagt, also in großen Restaurants ist sehr unüblich, also ist weniger mehr. Was man aufpassen muss, wenn man unterhalb des glänzenden Teller hat, dass man da nicht Reflexionen hat, die dann vielleicht im Nachhinein das Bild zerstören. Eine Frage noch. Ja? Kannst du mal zurückgehen auf das erste Bild? Ja. Die Schatten schauen eigentlich schon aus, als würde das Lichtquelle wirklich oberhalb sein und nicht ja, umgekehrt. Die Schatten von Canon Kaufen, von der Seite. Genau, es ist die Lichtquelle war oberhalb, aber die war relativ weit hinten und aus dem Grund macht es auch noch ein bisschen einen Schatten, was aber auch wichtig war, damit das Ganze ein bisschen dreidimensionaler wird. Ja. Weil bei vielen Essensfoto wird ja diagonal von hinten ausgeleuchtet, dass man sozusagen das Ganze ein bisschen in einem seitlichen Auflicht hat, damit es dann auch nicht zu flach ausschaut. Aber die Kerze natürlich, da gibt nur entsprechend die warme Stimmung wieder. Ja. Und bei solchen Bildern ist es wichtig, ich habe euch jetzt die Lampe mal drinnen gelassen, damit ihr seht, wo die Lampe da gehangen ist. Und jetzt habe ich dann die Johanna und die Michaela entsprechend weit nach vorne gesetzt, damit sozusagen die nur ein bisschen Licht von der Lampe kriegen und habe vorne mit
also mit Blitz aufgestellt, also mit minus 1 oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger dazu geblitzt, um ein bisschen Aufhellung zu haben. Aber bei diesen ganzen Fotos an dem Christbaum ist eigentlich immer der Knackpunkt mit dem ISO höher hinaufgehen auf 1600, je nachdem wie dunkel es im Raum ist, damit es einfach schön ausschaut. Wenn ihr da in der Automatikfunktion reinblitzt, dann habt ihr diese berühmten Tunnelfotos, die vorne sehr hell sind und hinten dann komplett dunkel ist. Das heißt, das wäre so mein Tipp. Und wenn ihr die Belichtungszeit noch verlängert, das heißt, wenn ihr schon ein Hundertstel, ein Sechzigstel, ein Dreißigstel nehmt, dann wird das Ganze immer gelbstichiger. Also müsst ihr aufpassen, irgendwann ist das dann so gelb, dass man vielleicht sagt, okay, das ist jetzt schon ein bisschen zu viel des Guten. Und das letzte Beispiel, es gibt diese LED-Lichter, die kann man in einen Euroshop bestellen. Das sind einfach so Lichterketten, ich glaube, dass die auch beim Lutz gibt. Und wenn man diese Lichterketten vor ein Motiv hält, das kann so wie in diesem Fall ein Modell sein, aber es kann auch zum Beispiel die Weihnachtsbäckerei sein, kriege ich einfach diese schönen unschärfe Punkte. Und es ist wichtig, dass diese Lichtquelle relativ nah am Objektiv ist. Also du kannst die wirklich halten und ihr zieht die einfach dann zu euch, zur Kamera und müsst auch entsprechend anpassen. Also ich habe das auch mit 50 mm 1,8, habe ich viele solche Bilder gemacht. Also es wäre hier einfach wichtig, dass ihr diese Lichtquelle möglichst nahe an der Kamera habt. Das ist zum Beispiel auch, wenn man jetzt Weihnachtskeksel fotografiert oder auch einen Adventkranz, wenn man vorher noch so eine Lichtebene einbaut, dann kann man natürlich dem Bild noch Tiefe geben. Und die gibt es auch einfärbig, wobei ich sagen muss, mir gefallen die mehrfärbigen besser. Man muss dann auch aufpassen, dass die das Foto nicht überstrahlen, also dass das Ganze nicht dann zu sehr ablenkt. Gut, das war es jetzt mit meinen Tipps. Dann werde ich einmal zum Enrico schalten. Ich werde einmal meine Bildschirmfreigabe beenden. So, Enrico, dann kannst du eigentlich deinen Bildschirm freigeben. Moment. So. Also es ist mir vielleicht gestattet, jetzt eine ganz kleine Geschichte zu erzählen. Und zwar, das war 1988, da war ich noch, also gerade in meinen Anfängen, und ich bin damals zur Firma Kodak gekommen, um Diafilme zu kaufen, eine größere Anzahl. Und dort saß dann ein gewisser Herr Fabiani, der der Produktmanager war, und dass wir dann so viele Jahre gemeinsam arbeiten werden, haben wir damals sicher noch nicht vorausgesehen. Weil der Rick macht auch bei uns viele Trainings. Und somit, Enrico, übergebe ich schon an dich. Genau, okay, so Übersicht ist schon da. Okay, also ich habe zuerst gedacht, ich bin in der falschen Veranstaltung. Mein ursprünglicher Plan war ja heute, wie baut man einen Schneemann? Aber scheinbar doch nicht die richtige Veranstaltung. Nein, es geht ums Fotobuch. Ich habe heute Nachmittag einmal nachgeschaut. Also zuerst einmal herzlich willkommen in der Runde. Es ist für mich das erste Mal, dass ich das mit einem Bildschirm mache. Ich war heute Nachmittag einmal ein bisschen interessiert, was so an Fotobüchern überhaupt verfügbar ist, und habe festgestellt, es gibt ja eine Unmenge, so ungefähr 20 bis 30 verschiedene Anbieter, die sich unterscheiden durch verschiedene Kleinigkeiten. Ich habe mich darauf dann, wenn nicht, weiter konzentriert und habe mich wieder besonnen sozusagen auf das Fotobook.at, mit dem ich seit Jahren arbeite. Und dieses Fotobook.at verwende ich beispielsweise, um Visitkarten zu machen, beidseitige, einseitige. Ich verwende es, um Kalender zu machen. Ich habe erst jetzt für das nächste Jahr, die muss ich nochmal aufmachen. Das muss jetzt nur die Bildschirmfreigabe, die werde ich kurz beenden, damit wir die sehen, Enrico. Ja, ich muss noch aufmachen. Die machen wir mal, beenden mal die Bildschirmfreigabe, weil dann sehen wir die nämlich. So, jetzt kannst du den Kalender mal. Ja. Warte, jetzt gib mal, ich mache jetzt einmal dir ein Spotlight-Video, eine Sekunde. So, genau, jetzt sehen wir die. Spiegelt es ja wahrscheinlich. Ja, aber man sieht, dass es ein Kalender ist. Okay, also ich verwende das Fotobuch für verschiedene Produkte, die hier von Fotobook angeboten werden. Und wir werden uns heute eben einmal befassen und versuchen, einmal anzuschauen, welche Arten von Fotobooks es gibt. Es gibt mit Inkjet-Druck heute verschiedene Möglichkeiten, zu einem Fotobook zu kommen.
Und da ist jene Version, die ich am liebsten verwende, das sogenannte Canon HD Fotobuch. Ich habe hier so ein Exemplar vor mir. Kann man es erkennen? Ja, man sieht es. Man sieht, okay. Und das, was an diesem Exemplar sehr interessant ist, ist die Art der Bindung. Könnt ihr das sehen? Ja, das sehen wir. Okay. Dieses Buch hat am Falz ganz feste Klebestreifen, die fast wie Gelenke bezeichnet werden könnten. Und das ermöglicht, dass das Buch, wenn es offen ist, nahezu flach liegt. Wir haben solche Bücher schon sehr oft im Einsatz gehabt. Und man kann mit ruhigem Gewissen sagen, man kann es wirklich hunderte Male auf und zu machen und es wird keinen Schaden haben. Das ist das HD-Fotobuch. Es gibt dieses Buch auch in der sogenannten Version Flat Spread. Da gibt es dann einen Mittelsteg. Man kann über beide Seiten die Bilder ohne störenden Falz in der Mitte sehen. Es gibt das Fotobuch in der Version mit einem normalen Papier. Das ist auch eine Art Laserdruck. Und es gibt verschiedene Versionen, die ich mir hier notiert habe. Flat Spread mit 2400 dpi wird es gedruckt, 250 Gramm Papier mit 24 Seiten kostet 49,99 und 100 Seiten maximal sind möglich. Die Software für alle Versionen ist gleich und ich gehe jetzt einmal auf die Software, um euch einmal einen kurzen Einblick zu geben, wie denn das ausschaut. Hat schon jemand von euch ein Fotobuch gemacht? Ja, schon mehrere. Mehrere. Mit Fotobook.at? Nein, mit Blog. Okay. Lightroom-Modul. Könnt ihr alle die Software sehen auf der Seite Fotobook.at? Ich habe den Link schon gepostet im. Okay, gut. Wenn man die Software installiert, wird das erste Mal beim Öffnen der Software nach einem Update gefragt, weil die Software natürlich weiterentwickelt wird und von Zeit zu Zeit gibt es neue Features, speziell um die Festtagszeit, da gibt es neue Motive für Weihnachtsmotive, es gibt Geschenkmöglichkeiten, Fotogeschenke ist hier eh angeführt, es gibt verschiedenste Versionen. Und wir kümmern uns heute um das Thema des Fotobuchs. Ich wähle aus das Fotobuch. Und wenn ich dieses Fotobuch eröffne oder eines gestalten will, dann hat man hier ein Menü mit verschiedenen Möglichkeiten, welche Art von Fotobuch es gibt. Ich nehme ein querformatiges Buch. Und im weiteren Menü gibt es dann eben die unterschiedlichen Versionen. Ich nehme jetzt einmal ein A4-Buch in Querformat beispielsweise. Die Software fragt mich dann, ob ich einen automatischen Designer wählen will. Das kann ganz gut sein, wenn man es automatisch befüllen lassen möchte. Ich kann jede Seite trotzdem noch vom Layout her gestalten. Wenn es schnell gehen soll, kann man diesen Designer verwenden. Ich sage jetzt vielleicht später, ich mache es nicht. Ich sage jetzt einmal Foto, Café, so das Buch heißen beispielsweise und erstelle einmal ein Buch in A4. Das macht die Software jetzt automatisch und erstellt mir mal im Hintergrund ein Layout. Dieses Layout muss ich nicht akzeptieren, ich kann es akzeptieren. Und das Buch beginnt nun mit einer Gestaltung mit den Seiten, die vorgegeben sind, die ich befüllen kann. Ich habe aber noch keine Bilder und muss erst einmal schauen, wo die Bilder herkommen. Ich habe hier einen Hilfe-Button sozusagen, wo einmal, wenn man es noch nie gemacht hat, vorgeschlagen wird, wie man zu Fotos kommt. Man wird sich sinnvollerweise die Fotos, die man einbauen möchte, schon vorher irgendwo hinlegen, entweder einzelne Ordner oder einen Ordner mit allen Fotos. Das kommt halt darauf an, was man dann machen möchte. Ich sage jetzt einmal hier, ich möchte Fotos dazugeben, einen Bildordner in dem Fall. Ich habe mir einen Bildordner hergerichtet, der liegt bei mir am Desktop und ich sage Fotobuch, den habe ich heute Nachmittag schon
hergerichtet, habe ich jetzt ein paar Bilder hineingegeben und diese Bilder erscheinen mir jetzt einmal auf der linken Seite. Ich habe jetzt nicht abgezählt, ich habe jetzt hier Querformate verwendet, man kann Hochformate verwenden. Wichtig ist an der Stelle vielleicht anzumerken, dass man JPEGs nehmen muss. Die Software nimmt keine PDFs. Wer ein PDF braucht, müsste das in ein JPEG umwandeln. Und man könnte natürlich jetzt, wenn einem das Layout nicht gefällt, mit einer anderen Software Seiten gestalten und die dann als JPEG speichern und dann die fertige Seite hineingeben. Das ist vielleicht eine kleine Einschränkung, die man derzeit hat. Es ist aber möglich, ich habe einmal mit dem Softwareentwickler gesprochen, es ist möglich, dass einmal auch PDFs hineingegeben werden können. Ich kann, wie ich es gemacht habe, einen ganzen Ordner hineingeben oder ich kann hier auch sagen, einzelne Bilder hinzufügen, die dann halt irgendwo liegen. Darf ich die unterbrechen? Bei mir, ja, freilich. Das Bild, ich sehe nur immer das wo du erstellt hast, Fotobook, Fotocafé, und es ist nicht weitergesprungen auf Erstellen. Ich glaube, du hast noch nicht gedruckt, oder? Drückst du mal weiter, Enrico? Ich hab weiter gedrückt. Okay, warte mal, dann mache ich da mal Moment. Kurz den Bildschirm zu und du gib ihm nochmal neu frei, bitte. Okay. Danke. Ja. Ja, super Hinweis, Elisabeth, ist immer gut, wenn Sie das sagen. Fehlt jetzt jemandem was? Nein, jetzt ist wieder alles da. Aber hat irgendwer jetzt noch ein Verständnisproblem, dass noch was fehlt, was wichtig wäre? Nein, ich nicht, weil ich mit der Software immer wieder arbeite. Danke. Ach, okay, alles klar, gut. Also man hat im linken Teil des Bildschirms hat man die Bilder, die man eben irgendwo vorbereitet hat, auf einer Festplatte, auf dem Desktop oder auf einem externen Datenspeicher. Es wird immer in Kopien gearbeitet. Ihr könnt unbesorgt sein, im Originalen passiert nichts. Es wird im Hintergrund eine Datenbank erstellt und man greift auf die Bilder von dieser Datenbank zu. Jetzt habe ich eben hier das Layout gewählt, vorher in dem Fall ein A4-Layout, und es gibt hier verschiedene Seitenlayouts, die man nehmen kann. Wir sind jetzt einmal auf der Vorderseite, Buchdeckel, Buchrücken, und hier in der Mitte hätte ich die Titelmöglichkeit. Diese Buchrückenstärke ändert sich natürlich, wenn man mehrere Seiten hat. Es geht, wie gesagt, bis zu 100 Bildern in dieser Technik für ein Buch. Ich nehme also jetzt ein Bild per Drag and Drop und ziehe es auf eine vorgesehene Maske hin. Beispielsweise könnte ich jetzt hier, so wie man es auch von anderen Bildbearbeitungsprogrammen kennt, dieses Bild verschieben. Ich kann es öffnen mit einem Doppelklick und je nach dem Rahmen, der im Layout gewählt ist, habe ich dann hier noch eine leichte Möglichkeit mit diesem Bild, das hat sich was gemeldet, dieses Bild noch ein bisschen zu verschieben. Ich bestätige es. Könnte hier jetzt in den Textfeld meinen Text hineingeben. Es sollte hier möglich sein, alle Texte, die auf dem Rechner verfügbar sind, alle Schrifttypen zu verwenden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht immer stimmt. Die meisten funktionieren, aber es funktionieren nicht alle. Man kann hier natürlich die Schriften auswählen, so wie ich es eben auch von anderen Programmen kenne. Ich nehme jetzt halt irgendeine Schrift, beispielsweise diese John-Schrift, die kann man natürlich in der Größe ändern. Bitte? War Frage? Nix. Okay, ich gestalte die Rückseite, gebe beispielsweise hier jetzt ein Bild hinein und der Rückseite. Ich mache jetzt also hier so einen Ausschnitt. Ja, man hat hier die Möglichkeit, auch dieses Bild ein bisschen zu beeinflussen, indem ich es, wenn ich einen Horizont gerade stellen will, drehen kann. Ich kann mir einblenden einen Raster, damit ich es genau positionieren kann, genaue Ausschnitte machen könnte. Beispielsweise bestätige dann diese Seite, kann mir über diese Fenster rechts oben die Hintergründe gestalten, Vorderseite und Rückseite. Eine Farbe, da wünschte ich mir, dass man eine Pipette hat, so wie es im Photoshop möglich ist. Das ist da leider nicht möglich. Ich habe hier die vorgegebenen Farben, kann aber weitere Farben auswählen,
von der Palette und könnte mir hier auch benutzerdefinierte Farben, wenn ich die öfter verwende, in diesen Raster hineinlegen. Aber mit diesem Farbendefinieren eben tue ich mich schwerer, wenn ich jetzt die Werte, die RGB-Werte nicht kenne, dann muss ich sie mir halt sozusagen durch Herantesten erarbeiten. Aber es gibt leider noch keine Pipette. Ich hoffe, es kommt irgendwann einmal. Das heißt, die könnte man dann im Photoshop den RGB-Wert aufschreiben und dann. Ja, das geht natürlich, wenn ich jetzt also weiß, ich brauche jetzt eine Farbe, die mir wichtig ist, dann nehme ich mir die RGB-Werte und übertrage die. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass man eine Pipette hat, dass ich mit der Pipette die Farbe nehme und dann einfüge. Aber das geht eben derzeit nicht. Hier könnte man einen Titel hineinschreiben. Alles das, was innerhalb der strichlierten Linie drinnen ist, ist dann im sichtbaren Bereich. Ich gehe jetzt einmal auf eine Seite hinein, auf irgendeine und habe hier ein Layout, das vorgegeben ist. Ich kann das natürlich durch Verschieben, verändern. Ich kann die Seiten duplizieren. Ich kann es über die Mitte drüber ziehen. Ich kann mir Hilfslinien einblenden. Ich muss nur schauen, dass ich das hier auch sehe oben. Ich gehe mal da hier. Beispielsweise. Für die genaue Positionierung ist es ganz praktisch, wenn man hier einen Raster hat. Und wenn mir ein Layout nicht gefällt, dann kann ich es entfernen. Es gibt hier zwei Möglichkeiten, löschen und entfernen. Löschen heißt, dass ich das Layout, also den Platzhalter entferne und entfernen heißt nur, dass ich das Bild entferne. Wenn ich da jetzt ein Bild drinnen habe, mit der rechten Maustaste, mit entfernen, bleibt das Layout für den Platzhalter da, aber das Bild selber verschwindet. Ich habe einen Undo-Button, mit dem ich mehrmals zurück kann. Und ich kann mir ein Layout selbst gestalten. Ich sage jetzt einmal, ich möchte das weggeben und gebe da hinein, einfügen eine Bildbox, ein Rechteck, ein Oval, ein Polygon. Beispielsweise, ich nehme jetzt einmal ein Rechteck, das ich irgendwo positioniere und ich lege mir jetzt einmal die Größe fest. Beispielsweise sage, das Bild soll jetzt da drüber gehen, auch über die Mittellinie. Ziehe da das Motiv hinein, Doppelklick und kann jetzt noch in der gewählten Größe meines Bildhalters einen Ausschnitt machen. Ja, das Seitenverhältnis bleibt gleich. Also es geht jetzt hier nicht um das wirklich schöne Layout, es geht nur um die Funktion der Software ein bisschen näher zu bringen. Ich ziehe jetzt da mal ganz schnell ein paar Bilder hinein. Farbe ändern. Ja, die linke Seite, sage ich jetzt einmal, ich nehme jetzt eine extreme Farbe, aber leider eben nicht über Pipette. Ich könnte mir jetzt auch, wenn ich eine Seite einfügen möchte, eine neue Seite hineingeben, Seite hier einfügen, eine Doppelseite beispielsweise und wähle mir ein Seitenlayout, das ich unten auf der Leiste sehe, mit verschiedenen Möglichkeiten, 2 und 3 Bilder, da gibt es schon entsprechende Vorschläge dafür. 4 und 5 Bilder, 6 und mehr Bilder, Doppelseiten. Das kann man hier alles wählen und kann sich auch eine eigene Seite gestalten und hier in dem unteren Feld dann auch tatsächlich speichern. Ich nehme mir hier mal, ja, ich sage 4 bis 5 Bilder. 4 bis 5 Bilder. Ich nehme jetzt einmal hier, was gefällt mir von den fertigen Layouts. Ja, nehmen wir mal das hier beispielsweise für links und rechts mache ich es eben so. Beispielsweise und ziehe dann meine Bilder hinein, so wie ich sie eben habe. Ob man das jetzt gefällt oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Es geht ja jetzt nur darum, um die Bilder hier einzubauen. Könnte mir hier über ein Textfeld meinen Text da hineinschreiben. Für diesen Text habe ich natürlich auch die Möglichkeit, über diese rechte Leiste
Schatten zu hinterlegen, Linien zu hinterlegen, die Textfarbe zu ändern. Also da gibt es wirklich eine Unzahl an Möglichkeiten, die man hier anwenden kann. Und wenn ich alle Seiten fertig gestaltet habe, oder wenn ich jetzt einmal anschauen möchte, gehe ich in eine Vorschau hinein und kann dann blättern. Da hat man nichts drinnen gehabt, Seite 4 bis 5. So würde das dann beispielsweise auf der Seite aussehen. Das kann man hier schon in der Bildvorschau sehen. Wenn ich nun, ich muss einmal da mehr Bilder reingeben, ich ziehe jetzt da wirklich nur ganz schnell irgendwelche Fotos hinein. Ihr könnt euch das eh vorstellen, wie das ausschaut. Also vielleicht nebenbei nur erwähnt, Enrico hat viele Jahre als Berufsfotograf gearbeitet und ich glaube, du hast ja in deiner Karriere wahrscheinlich hunderte von Fotobüchern gemacht, oder? Das kann man jetzt noch nicht übertreiben sagen. Was habe ich hunderte von? Was? Von Fotobüchern gemacht. Ja, hunderte nicht, aber viele. Sehr, sehr viele. So, wie kann ich das Fenster, das kann ich eh verschwinden lassen. Sehr gut, ja. Okay. Ich schaue nur, dass ich da mal ein paar Seiten befülle, damit man da irgendetwas drinnen hat. So. Damit, so, da nehmen wir hier. So. Die Software sagt mir, ich muss jetzt schauen, dass ich so ein Beispiel finde. Naja, das ist, geht alles ja nicht wirklich mehr, weil die Bilder von der Auflösung eigentlich zu gut sind. Wo kann ich das lösen? So, jetzt habe ich mal versucht, ein falsches Bild hineinzugeben. Man sieht hier ein Warndreieck, ein rotes Warndreieck. Die Warnung sagt mir geringe Auflösung. Die rote Warnung sollte man beachten, außer man will eine gewollte Unschärfe. Wenn die Warnung, wenn das Dreieck in Gelb kommt, das kann man ignorieren. Die rote Warnung würde ich schon beachten. Wenn ich das Bild wieder kleiner mache, würde die Software das ohne dies sowieso korrigieren. Es wird ja das Buch, wenn man die Datei abschließt, in der für den Druck notwendigen Endauflösung gerechnet und nur die tatsächlichen Seitenlayoutgrößen, die notwendig sind, die werden dann verschickt. Ihr seht hier diesen roten gestrichelten Rand. Alles, was innerhalb dieses Randes drinnen ist, das wird gedruckt. Was außerhalb des roten Randes ist, wird nicht gedruckt. Ich versuche jetzt einmal hier einen Fehler zu machen und sage Projekt überprüfen. Aha, er sagt mir jetzt Seite 2 geringe Auflösung und natürlich habe ich auf verschiedenen Seiten leere Bildboxen in Verwendung, weil ich sie ja nicht befüllt habe. Ich könnte dann auf diese Seiten gehen und könnte dann tatsächlich das, was ich hier eben falsch habe, ausbessern. Das finde ich ganz eine gute Möglichkeit. Man befüllt die Seiten, man kann die Seiten hier einfügen, man kann sie mehrfach hinzufügen, duplizieren, löschen, umordnen. Machen wir das einmal. Ich kann also jetzt eine Seite, die ich markiere, weiter nach oben schieben oder weiter nach unten schieben. Ich kann Seiten einfügen, einfügen, duplizieren. Man kann hier wirklich alles auswählen und ich habe unmittelbar im Arbeitsfenster auch eine Möglichkeit, das Bild anzuschauen, wie die Doppelseite dann ausschaut oder wie eben die gewählte Seite, auf der ich gerade bin, sich dann effektiv darstellt. Man kann in Ebenen arbeiten, man kann die Bilder nach vor und zurückgeben. Wenn ich jetzt also beispielsweise hier eine Überlagerung hätte, könnte ich auch ich muss nur schauen, wo das jetzt ist. So, das weiß ich jetzt auswendig nicht. Und wo ist denn das da hier? Also was bei all diesen Fotobuchprogrammen ist, also verschiedenste Anbieter, sehr intuitiv sind die nicht. Man muss manchmal wirklich ein bisschen suchen. Aber wenn man ein bisschen sucht, findet man eigentlich immer die gewünschte Funktion. Anzeigen, ich muss jetzt nur schauen, wo es ist.
die Lineale habe ich da noch gar nicht eingeblendet gehabt. Was suchst du denn, Rico? Bitte? Ich suche die Ebenen, wo ich die nach vor und nach hinten geben kann. Mit der rechten Maustaste aufs Bild, glaube ich. Ah, danke. Anordnen. Ja. Also ich gebe jetzt da mal hier das noch her und sage anordnen in den Vordergrund. Dann wird die Ebene entsprechend umgestellt. Das finde ich ganz praktisch, weil man kann ja dann, wenn man Bilder überlappend positioniert hat, durchaus einmal in die Situation kommen, dass man das auch ändern möchte. Etwas, was eine wichtige Funktion ist, es werden immer nur Bilder bearbeitet, die aktiv sind. Ich kann also an dem Bild nur, wenn ich draufklicke, was ändern. Das ist wichtig, wenn ich mit der Maus drüber gehe und nicht draufklicke, dann ist es nicht aktiv und ich kann nichts damit machen. Wichtig für mich, finde ich, ist hier, dass man in den oberen Fenstern eine automatische Bildoptimierung machen kann. Seht ihr das, diese Änderung? Ja, das machen wir es vielleicht da sieht man es vielleicht besser. Seht ihr die Autokorrektur? Ja, man sieht man ganz gut. Man kann sagen, dass bei etwa 60% der Bilder die Autokorrektur eine Verbesserung bedeutet, bei 20% ist es eine Verschlechterung und bei 20% ist es neutral. Das kommt auch darauf an, welche Papieroberfläche man wählt. Bei der halbmatten Oberfläche, wo ja schwarz nicht wirklich schwarz ist, sondern durch das andere Reflexionsverhalten ja nur dunkelgrau ist, schaut diese Autokorrektur anders aus. Man muss sich das wirklich einmal anschauen. Speziell bei Porträts kann das manchmal ein Nachteil sein, weil die Lichter ausreißen. Ich bin ein Freund von leuchtenden, kräftigen Farben, speziell mit der glänzenden Oberfläche, weil die sehr tiefe Schwärzen und sehr brillante Weißen haben. Man hat natürlich hier auch noch so wunderbare Dinge wie Vignetten. Ja, man hat hier auch wunderbare Dinge wie Masken, die man drüber ziehen kann. Da sind dann dem Spieltrieb kaum Grenzen gesetzt. Und man kann sich jeweils diese Seiten, die man hier selber als Layout gestaltet, auch in dem unteren Feld bei den Seitenlayouts abspeichern. Und kann dann sagen, Seite als Layout speichern, Doppelseite als Layout speichern. Das finde ich ganz praktisch, wenn man es wiederholen möchte. Wenn ich dann mit der Gestaltung fertig bin, gehe ich sicherheitshalber einmal auf Projekt überprüfen. Eben wie gesagt, alles das, was ich hier an Fehlermeldungen sehe, sollte man beachten. Wenn ich natürlich Textfelder habe, die ich nicht befülle, wird hier die Fehlermeldung bleiben. Aber da ich ja das Textfeld nicht befüllt habe, wird hier kein Bild, kein Platzhalter sein. Nur kritische Fehler anzeigen, ist in dem Fall keiner, der hier kritisiert wurde. Und nachdem ich das gemacht habe, kann ich das Spoimer, die Druckproben erstellen, das Projekt speichern. Ich kann es schließen und ich kann es zum Warenkorb hinzufügen, beispielsweise. Ich sage jetzt einmal, ich füge es dazu. Was jetzt natürlich nicht wirklich sinnvoll ist. Zum Wagen, ich lösche es dann ohne dies. Ich habe jetzt also ein Buch, das natürlich viele leere Seiten hat, weil ich sie ja nicht befüllt habe. Ich gebe es zum Warenkorb dazu. Und wenn ich es im Warenkorb drinnen habe, wird dann der Bestellmodus aufgerufen. Wenn ich jetzt zur Kasse gehe, wird das Buch mal für den Druck vorbereitet und es geht jetzt daran, dass ich schauen kann, welche Art will ich, bin ich schon ein registrierter Benutzer oder muss ich ein neues Konto anlegen? Das wird man dann eben machen. Man sucht sich die Abholstelle an. Ich melde mich jetzt einmal an. Man sieht immer, was das Buch kostet. Man kauft nicht die Katze im Sack. Der Projektname Fotocafé, der steht auch auf der Rückseite vom Buch dann drauf. Irgendwo steht er drinnen. Gut, man müsste es am anderen Schirm dann sehen. Ich habe gewählt glänzend. Wenn ich es ändern wollte, könnte ich noch auf matt umstellen beispielsweise. Gehe dann hier
auf die Abholadresse, also in meinem Fall Lieferung nach Hause. Die Daten habe ich schon eingegeben. Speichern. Ja, jetzt wird es dann kritisch, wenn ich weitergehe. Wenn ich jetzt dann weitergehe, fragt er mich dann, bestellpflichtig bestellen. Das lasse ich natürlich jetzt weg. Also das System ist ganz geschickt gemacht. Der Versand erfolgt derzeit über DPD. Ich kann aus wirklich mehrjähriger Erfahrung sagen, dass der Versand gut funktioniert, wenn man einen Boten hat, der wirklich kommt. Bei mir war es während der letzten Zeit immer wieder der Fall, dass der Bote zu faul war und nicht draufgekommen ist. Die Bücher sind gut verpackt. Die Bücher sind eingeschweißt in einer Glassichtfolie. Man hat dann noch einen Schaumgummi drüber, hat einen Karton drüber, der wirklich auch eine grobe Behandlung aushält. Und die Lieferzeit ist durchaus akzeptabel. Also je nachdem, was man bestellt, das sind ungefähr so 3 bis 5 Werktage. Vielleicht wird es jetzt zu Weihnachten ein bisschen mehr sein. Aber man kann durchaus sagen, das geht ganz schnell. Ich gehe da jetzt einmal weg mit dem Abbrechen und gehe da hier wieder zurück. Gut, Enrico, ja. Das war jetzt ganz super. Ich werde jetzt einmal da kurz abwürgen. Einmal danke für den super Report. Also ich stehe natürlich noch zur Verfügung. Wer was sehen will oder Fragen hat, wie gesagt, es gibt da, ich befasse mich da natürlich intensiv mit der Fotobuchgestaltung. Man sieht hier, ich darf es vielleicht kurz noch andeuten. Ich habe hier also Schlagschatten montiert, ich habe im Photoshop Balken gemacht und habe heute halt die Layouts. Ich schaue jetzt mal, wo ein schwieriges Modell ist. Da habe ich eine Seite, aber ich muss ein bisschen weggehen, sonst sieht man das. Das ist eins von den Top-Büchern. Also wie, mit was für einer Liebe du und was für einen großen Aufwand du das gemacht hast. Ja. Das wird beeindruckend, damit die passenden Farben, die du aus dem Bild genommen hast und den Hintergrund einbauen. Ja. Also das sind halt so Sachen, wo man natürlich viel Zeit nimmt. Also hier wird natürlich, da hat man Bild, Schlagschatten, Text, Schlagschatten, Hintergrundfarbe und Schlagschatten. Also da gebe ich mir schon Mühe, dass man das halt auch entsprechend gestaltet. Also es geht über Doppelseiten und das liegt auch schön flach. Kann man wirklich mit ruhigem Gewissen machen. Ich kann diese Art des Fotobuchs sehr empfehlen. Ich bin damit sehr zufrieden. Damit beanspruche ich eure Geduld im Moment nicht länger. Ich sage einmal danke und übergebe an die Nächsten. Ja, dann sage ich einmal danke. Okay. Ich werde jetzt nur mal ganz kurz einblenden. Es war eine ganz super Rückmeldung von Dieter. Der hat geschrieben, ein Hinweis von mir, es gibt vom Aquasoft ein U-Design-Fotobuch, wo man ein druckfähiges PDF machen kann. Man muss nur aufpassen, das können nicht alle Anbieter. Ja. Was ich noch gesagt habe, also es gibt die Möglichkeit, da im InDesign Fotobücher zu machen und man exportiert dann JPEGs oder man montiert die Seiten im Photoshop. Das machen auch manche Leute. Das ist, wie gesagt, Geschmackssache. Jetzt ein Hinweis in eigener Sache. Wir werden bei der nächsten Sendung, werden Marc Graf und Christine Sonn-Miller, unsere Naturfotografen, dabei sein und wir werden eine kleine Challenge machen. Ihr könnt uns die besten Fotos von, die besten 3 Fotos von 2020 schicken und wir werden dann unter allen Einsendungen 3 kleine Preise verlosen. Ich werde euch gleich mal nur mal den Link von der Dropbox zum Hochladen, habe ich gerade in den Chat gepostet. Ihr könnt uns aber auch bei WeTransfer oder E-Mail, aber bitte nicht zu groß die Dateien, also weiß ich nicht, vielleicht 3000 Pixel auf der langen Seite und bitte keine RAW-Dateien, fertig bearbeitete Bilder. Wir werden die dann in der Sendung besprechen und werden dann, wie gesagt, da keine Verlosung machen. Aber das wird ja dann ab morgen oder spätestens Dienstag bei uns auf der Homepage online sein. Da könnt ihr dann noch einmal nachsehen. Gut, dann würde ich jetzt einmal an den Norbert übergeben nach Salzburg. Bitte Norbert, wenn du einmal übernimmst, ich werde die gleich mal als Video freischalten, damit du mir gut. Warte, du hast noch das Mikrofon ausgeschaltet. Tu mir mal ein Spotlight am Anfang. Ja, das wollte ich jetzt gerade machen. Ah, gut. Meine Maus ist ein bisschen träge, warte mal. So. Gut, du bist schon gespotlightet, warte mal. Was ist jetzt los? So.
Warum geht das nicht? Eine Sekunde noch. Kannst du mal probieren, mal dein Bildschirm freigeben, Norbert, und dann schalten wir den nochmal zurück. Ich weiß jetzt gerade, bis. Ja, ja. Ich tausche mal geschwind meine Batterie bei der Maus aus. Eine Sekunde. Ja, ich kann euch aber eh so auch schon ein bisschen was erzählen. Wie soll ich sagen? Der Karl hat mich gebeten, dass ich euch ein bisschen was erzähle, einfach so wie ich halt das Fotobuch mache. Ja. Und es sind eh viele Parallelen auch zum Enrico. Es ist irgendwie eine ganz individuelle Sache. Ja. Also ich bin ja hauptsächlich Pflanzenfotograf. Und ja, da arbeite ich halt, also in dem Fall zum Beispiel, da habe ich mit Wurzeln gearbeitet. Ja. Aber ich mache auch schöne Blüten, erste Blüten, Samen, alles Mögliche. Und mein Ausgangspunkt ist da natürlich das Leitrom. Wenn ich so ein Projekt habe, wie hier die Wurzeln, dann mache ich am Anfang immer mal eine Sammlung und schaue, dass ich halt wirklich einmal die schönsten Fotos zusammen editiere. Und da tue ich mir natürlich auch leicht, also da kann ich zum Beispiel jetzt in der Sammlung, kann ich da einzelne Bilder jetzt nehmen und die kann ich da verschieben und so kann ich mir da irgendwie eine Reihenfolge machen, dass ich schon irgendwie weiß, ja, wie wird das werden? Und ja, das Fotobuch ist für mich persönlich, ist es eine Art und Weise, meine allerbesten Fotos zu präsentieren. Also das ist wirklich für mich ein Art Portfolio, Kunstbuch, wo ich auch immer wieder schaue, dass ich wen finde, der mir einen Text schreibt dafür, ja, einen Kurator oder irgendwie einen Museumsdirektor. Ja. Um ja, euch vielleicht ein bisschen einen Eindruck zu geben, der Norbert hat auch jetzt in der Leica-Galerie gerade ausgestellt und er verkauft seine Bücher auch. Also der Norbert verkauft seine Kunstbücher, kann man sagen. Also was natürlich für die Qualität deiner Bücher und deiner Konzeption spricht. Ja, das vielleicht kurz noch dann zum Schluss, aber zum Workflow. Ja. Also jetzt kannst du mich eh so lassen, ich dazu jetzt einfach. Also ausgehend von dieser Sammlung, ja, entscheidet sie sich dann auch, also ich fotografiere natürlich alles im Verhältnis 2:3, insofern habe ich auch meistens mein Fotobuch im Querformat 20x30 oder 30x45. Ja. Aber bei Porträts mache ich ab und zu auch quadratische Fotobücher. Und wenn ich jetzt dann alle Fotos habe, kann ich diese Sammlung nehmen und tue die einfach einmal exportieren. Ja. Ich exportiere die in JPEG in höchster Auflösung und dann starte ich in mein Fotobuchprogramm. Ja. Also wo, ja, ich habe da jetzt nur mein Programm einfach einmal geöffnet und das ist eh ganz ähnlich jetzt wie das vom Enrico. Ja, und da versuche ich einfach jetzt zu arbeiten. Ja, aber ja. Jetzt warte mal, dass ich nichts vergieße. Also ich wähle beim Produkt immer das allerbeste. Ja? Also da gibt es eben auf dem echten Fotopapier und wirklich, ich nehme wirklich immer nur das Beste. Ich schaue auch, dass ich Kartons dazu kriege, also so Fotoschachteln. Und dann geht eben die Arbeit an. Ja? Ich versuche wirklich da etwas zu komponieren, ja, einfach wirklich eine Geschichte, eine, wie soll man sagen, eine Art Matrix in Bildern, ja, und eben mit dem Ablauf, aber da sind wir natürlich alle völlig frei, wie wir das wählen wollen, ja, und was ich zum Beispiel, die geht jetzt einmal da auf Vorschau, dass man ein bisschen besser das sieht.
Ja, da zum Beispiel, ich lasse auch immer wieder Seiten frei, ja, wo ich eine ganze Seite frei lasse, ja, weil das Buch soll auch irgendwie atmen können. Ja. Und dann, wie der Enrico das schon gezeigt hat, befülle ich halt nach und nach das Buch. Ich arbeite dann auch immer wieder mit so Hintergründen, ja, die man natürlich Farbhintergründe, also ich nehme Rahmen und Farbhintergründe, wobei man jetzt natürlich auch einmal ein Foto kleiner machen könnte. Ja. Also man hat wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und was ich nicht mag für mich, dass ich so mehrere Bilder auf einer Seite positioniere. Das mag ich nicht. Aber was ich zum Beispiel auch gern mache, das ist, dass ich da wirkliche Doppelseiten so mit einem einzigen Bild befülle. Ja. Ja, eben, was auch sehr gut wirkt, das ist, wenn man da einen Rahmen setzt. Ja. Und diesen Rahmen, da kann man dann auch irgendwie für einen Hintergrund wählen. Ja. Und da nehme ich meistens so ein zartes oder ein mittleres Grau. Ja. Also das wirkt einfach ganz gut, wenn das nicht ganz weiß ist. Ich mache all meine Bücher in matt. Ja. Also ich finde, ich möchte meine Arbeit dezent abliefern und das braucht es gar nicht, dass so schreit. Und jetzt wechsle ich nur mal kurz zu einem anderen Fotobuch, weil ich habe jetzt auch ein fertiges, das ich euch jetzt zeigen will. Und ja, und das ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Ja. Also ich versuche da immer wieder drüber zu gehen. Warte, ich mache jetzt eine Ansichtspräsentation, dass wir es irgendwie mal so ein bisschen durchgängen. Seht ihr das eh alle als ein Ganze? Ja, ja. Und das ist halt eine Komposition. Wenn wir da auf der ersten Seite sind, zum Beispiel, ich versuche jetzt auch da zu dem Titelbild eine Art Komplementärfarbe für die Schrift. Also das Buch habe ich jetzt Geburten genannt, das habe ich im März fotografiert. Und da habe ich zum Beispiel dieses Orange genommen. Und dann, wenn das jetzt weitergeht, ja, da mache ich Vorsatzseiten. Ja, da mache ich wirklich zwei Vorsatzseiten und da nehme ich auch wieder diese Survey-Farbe, was ich für die Schrift beim Buch hernehme. Und wenn man da weitergeht, ja, es hat dann immer auch einen Text. Also das war wirklich halt für mich jetzt das allererste Leben, was ich da im März, April fotografiert habe. Und da war ich natürlich ganz emsig unterwegs. Und ja, es sollen ja schon die Bilder sprechen, aber wenn ich einen Text habe, ja, ist natürlich auch schön. Ja. Also ich habe da jetzt in dem Fall ja so einen kurzen Text von. Ich will da ganz kurz einhaken, was du mir gesagt hast, dass du dann oft auch einen Kurator hast, der da was reinschreibt. Ja. Also, der vielleicht auch ein paar Wörter über einen Fotografen schreibt. Was man vielleicht auch noch sagen muss, die Art, so wie der Norbert seine Bücher gestaltet, also mit den Vorsatzseiten, mit den Leerseiten, das sind einfach gewisse formale Vorgaben, die in dem Bereich halt üblich sind. Ich glaube, die du dir halt einfach erarbeitet hast im Lauf der Jahre durch dein Studium eben von verschiedensten Fotobüchern von Fotografen aus aller Herren Länder. Ja, also jetzt hast du mir zwei Impulse gegeben. Also das eine ist einmal, dass wir das alle so machen dürfen und können, das ist ja einfach eine Sensation. Ja? Weil früher haben halt wir Normalsterbliche einmal ein Fotoalbum gemacht und irgendwelche eine ganz berühmten Künstler, die haben halt ein Buch machen dürfen und das ist dann gedruckt worden. Und heute haben wir, jeder hat die Möglichkeit, so ein Buch zu gestalten und ja, und das kann einfach auch ganz, ganz was Tolles werden.
Das zweite ist das mit dem Kurator. Ja? Also wenn man so ein Kunstbuch hernimmt, da steht und fällt es natürlich, dass man einen bekannten Kurator hat, der einem da sozusagen ja, einen Text gibt, weil in der Kunstwelt ist halt das doch alles sehr hierarchisch. Ja? Und ich habe auch schon ein paar Bücher machen dürfen mit der Leiterin von der Österreichischen Fotogalerie, also mit der Frau Dr. Zugriegel. Und wenn ich mit der ein Fotobuch mache, dann muss ich alle Bilder ausdrucken, also 100 Bilder, so in 13x18. Und dann gehe ich zu ihr hin, auf zwei Tische werden die Bilder aufgelegt und da wird dann die mehr oder weniger die Reihenfolge festgelegt. Und dann kriege ich einen schönen Text. Ja. Und das ist natürlich schön. Aber jetzt fange ich mal an, weil, wie soll man sagen, ein Fotobuch, das beginnt mit einem Feuerwerk. Ja. Das muss einfach ein Feuerwerk sein. Die ersten paar Seiten, das muss krachen. Und dann nur eins draufsetzen. Ja. Und in dem Fall ist es halt auch diese Analogie von den allerersten Austrieben, die ich schon im Februar, März gemacht habe. Ja. Ich setze da jetzt auch gar keine Seiten. Ich könnte natürlich Seitennummerierungen machen, aber ich mache dann ganz hinten bei dem Fotobuch eine Art Bildverzeichnis. Ja. Das mache ich also auch, gerade wenn so Sachen dabei sind. Ja, also was da, das geht auch nochmal zurück, auch zu der Schrift und der Schriftgröße, das hat eh der Enrico auch schon ein bisschen erzählt, natürlich kann ich mich da spülen, ich kann unterschiedlichste Schriften nehmen, ich kann unterschiedlichste Schriftgrößen nehmen, auch Schriftfarben, da bin ich relativ frei. Und da, das ist zum Beispiel diese Esche und das ist wirklich jetzt ein einziger Austrieb, den ich da sozusagen begleitet habe, eine Woche lang mit der Kamera, wie sich so das Leben entwickelt. Und das sind halt teilweise jetzt nur Ebenen, wo ich das nur mit meinen Leica-Linsen so sehe. Also das Auge würde diese feinen Ebenen gar nicht sehen. Da auf der rechten Seite zum Beispiel der Rhabarber, der gerade so auszuspitzelt. Ja, das habe ich eher schon gesagt. Also die Hintergrund, ich setze immer den Rahmen und da tue ich nicht ganz weiß, sondern auch grau. Und ich versuche da halt immer wieder auch, das von der Farbe abzustimmen, durchaus auch schwarz-weiß hineinzukomponieren. Also ich sage einmal, früher hat es oft so geheißen beim Fotohof in Salzburg, ja, entweder machst du schwarz-weiß oder du machst Farb. Aber ich nehme mir da die Freiheit, dass ich das einfach ganz nach meinem inneren Gefühl mache. Ja. Das ist zum Beispiel, das ist auch Anfang April, wenn es da so regnet, gell, was das einfach alles kann. Gell. Ich versuche einfach mit diesen Arbeiten halt dieser Schönheit ein bisschen im Ansatz gerecht zu werden. Und da komme ich wieder ein bisschen zu diesen Austrieben zurück, da wo es ja weitergeht. Da geht ja voll die Post ab. Also wenn man da die Kastanienblüten jetzt hernimmt, hier und auf der nächsten Seite, wie das richtige Geburten werden. Jo, jetzt vom Ganzen. Also ich habe ein paar tolle Kommentare, ganz tolle Fotos, ein fantastisches Fotobuch. Wirklich wunderschön. Also im Chat geht es gerade richtig rund, Norbert. Ja, das ist schön, das freut mich. Also aber das kann auch jeder von euch auch einfach in die Tiefe gehen, dranbleiben und halt immer wieder den schönsten Augenblick dann halt auch nicht im Bett liegen bleiben, sondern gleich aussehen in die Natur. Ne? Und ich glaube, das Thema spielt ja in Wahrheit keine Rolle. Das Lieblingsthema ist, geht um das, was mich hinzieht. Ne? Also das sind halt auch so allererste Austriebe, zum Beispiel das rechte ist ein Eisenhut und das linke ist so eine Mondkapsel, die da wirklich halt gerade frisch geboren wird. Ne? Ja, das...
Es geht jetzt so weiter natürlich, wobei es ist ein harter Weg, so ein Buch zu machen, da kommen dann 100 Seiten zusammen und dann kommt die zweite Lesung und ich sage zu mir, meine Bücher haben alle 64 Seiten. Also ich schmeiße dann ganz viel raus und tue immer wieder umkomponieren und das ist natürlich schwierig. Da lasse ich dann das Buch eine Woche liegen und dann gehe ich wieder drüber. Dann suche ich mir eben Menschen, die ich drüber schauen lasse, denen ich es zeige. Dann, was man da natürlich auch machen kann, man kann die Lupe einstellen, ja, also dass man da wirklich auf 200% geht, ja, dass man genau schauen kann, ob ich jetzt nicht irgendwelche Fehler gemacht habe. Weil das ist natürlich bitter, jetzt hast du das wunderschöne Fotobuch gemacht. Und dann hast du entweder im Text, hast da weißt du gerade wie viele Tippfehler oder du hast eben von der Positionierung der Fotos was falsch gemacht. Ne? Also da, und da lasse ich es eine Woche liegen und dann gehe ich wieder von vorne an mit einem anderen Blickwinkel teilweise wieder. Ja, und jetzt sind wir eigentlich dann eh schon gleich am Ende von dieser 64 Seiten, natürlich, das ist jetzt alles meditativ und da könnte man jede Seite lang anschauen. Ja, das sind zum Beispiel die Ahorns. Also ein Ahorn im Frühling, das ist eins von den schönsten Austriebe, was man sich vorstellen kann. Ja. Und die Farne, die ziehen mich auch sehr an. Das ist so für mich diese Ebenen, wie sich das Leben so entwickelt, entrollt. Und gerade der erste, da geht's, das ist ja so eine Doppelspirale, da geht es nach innen und dann geht es gleichzeitig von innen wieder nach außen. Ja. Und das sind halt einfach Urmuster der Schöpfung, also egal, ob das jetzt halt bei einem Embryo ist also oder bei einer Milchstraße, das sind immer wieder diese gewissen Urmuster, die sich da wiederholen. Und ich mache diese Arbeiten jetzt mittlerweile wieder viel mehr in der Natur. Ich hatte auch Phasen, wo ich mir die Sachen reingeholt habe ins Studio, aber ich glaube, dass draußen und wenn es irgendwie geht, gar nicht mit Blitz, ist das Allerschönste. Ja, im Studio lässt sich da natürlich auch schön was komponieren. Ja, das ist so diese Komposition da einmal. Und dann auf den letzten Seiten mache ich sozusagen ein Bildverzeichnis, wo ich alle diese Bilder, die ich da verwende, noch einmal. Und das kann man natürlich, das ist eine Spielerei, aber das kann man alles über dieses Fotobuch mit Bilder einfügen und mit Texte einfügen, kann man das relativ gut selber komponieren, wenn man ein bisschen in die Tiefe kommt. Also man muss sich am Anfang schon drüber trauen und da kann schon auch sein, dass man mal ansteht. Ah, ja. Ja. Du, ich habe da eine Frage. Ist das dein Stil, dass du die Bildbeschreibung am Ende des Buches erstellst? Ja. Also ich möchte eben keine Seitennummerierungen oder keine Beschreibungen unter dem Bild, weil ich das frei atmen lassen will. Und das ist meine Art, dass ich auf die letzten zwei Seiten sozusagen diese Bildbeschreibung mache. Ja. Und was dann auch noch dazu kommt, das ist dann auf der allerletzten Seite sozusagen meine Vita, wo ich halt einfach meinen fotografischen Werdegang beschreibe, wo ich meine Projekte beschreibe, meine Ausstellungen, meine Ausbildungen. Ja, und ich mache diese Bücher mittlerweile in einer Auflage von 5 Stück und kann sie auch teilweise gut verkaufen. Ja. Und gerade wenn ich Ausstellung habe, da lege ich natürlich auch diese Bücher auf. Und es ist natürlich auch ein Geschenk auf sehr hohem Niveau, aber es gibt durchaus einen Markt dafür. Und dann natürlich wieder diese Doppelseite hinten, die wieder frei ist und frei bleibt, atmet. Und da, und das ist dann sozusagen das hintere Cover. Ja. Das wäre so einmal das Buch.
ein paar wichtige Dinge, die mir noch einfallen. Ja. Also Schwarz-Weiß kann man auch mischen mit Farb, das geht alles. Und man kann auch, wenn man so ein Fotobuchprojekt anlegt, das kann man dann auch, das soll man auch immer wieder mal sichern, ja, dass das erhalten bleibt. Oder gerade wenn man einen Computer tauscht, dass man das einmal sichert. Ja, ja, dann, was ganz, ganz wichtig ist, Fotobücher auf dem wirklich guten Fotopapier, die dürfen absolut nicht feucht werden, ja, weil sonst bicken die zusammen. Also das ist effektiv was für drinnen und nicht für draußen für den Garten. Ja. Also da habe ich auch immer wieder schon Reklamationen einmal gehabt, ja, weil die Leute es halt nicht so gewusst haben. Ja, dann was gibt es da noch zum Sagen? Also eben immer das Beste machen und gerade wenn ich mich selber präsentieren will, dass ich einfach mit mein Bestes immer herzeige. Ja. Und das ist auch so, wenn ich irgendwo was her, wenn ich wo eingeladen bin, versuche ich einzuspüren und mein Bestes zu zeigen. Und da ist dieses Fotobuch natürlich ein ganz ein tolles Instrument, dass ich da, also mein Portfolio und ich habe mittlerweile, also ich habe wirklich den Anspruch, egal ob das jetzt ein Shooting ist, wo ich eine schwangere Frau begleite durch die ganze Schwangerschaft und dann, wenn das Baby klein ist, oder ob ich eben das mit meinen Pflanzen mache oder ob ich ein anderes Kunstprojekt mit Tänzerinnen fotografiere. Ich mache für jedes dieser Projekte so ein Buch. Ja. Das ist einfach mein eigener Anspruch, dass ich meine Arbeit auch dokumentiere. Ja. Und da ist das Fotobuch wirklich... Also das ist schon was Tolles, dass das so gibt. Ja. Ich glaube, es ist ja ganz wichtig, Norbert, wenn du zum Beispiel jetzt zu einem Kurator gehst oder was auch immer, wenn du einfach so ein tolles Buch mit hast, dann kriegt man einen Eindruck von deiner Arbeit und das spricht dann sicher auch für das hohe Niveau und erleichtert dann wahrscheinlich auch den Weg in eine Galerie oder eine Ausstellung. Ja, natürlich. Es geht immer darum, kann ich mit meiner Arbeit eine Resonanz schaffen? Und da möchte ich nicht, wenn ich irgendwo hingehe, da nehme ich nur ein Buch mit, weil da möchte ich das einfach voll die Konzentration auf eine Arbeit legen. Und da ist weniger mehr. Und dann, man kann dann eigentlich eh nicht viel machen. Es zeigt sich dann eh relativ schnell, ob man Resonanz kriegt oder nicht. Ne? Und wenn das halt nicht ist, ist es nicht. Ja. Aber ich habe jetzt doch immer wieder auch so als No-Name-Fotograf immer wieder gute Resonanzen schon gekriegt. Ja, gibt es noch Fragen? Gut, dann würde ich nämlich jetzt einmal... Ich mache es sehr gut von deinen Fotobüchern. Gefällt mir sehr gut. Ich mache es ja so ähnlich, ich mag auch nur als Foto pro Seite. Aber ja. Ich habe nicht so viele speziellen Themen. Nur Fotoreisen und Fotowochenenden. Ja, aber das ist ja auch ein schönes Thema. Genau. Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, nachdem wir in der Zeit schon fortgeschritten sind, würde ich jetzt einmal den Oliver bitten zu übernehmen. Oliver, du kannst den Bildschirm schon freigeben. Ja, ja, hallo auch von meiner Seite. Norbert, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ja, danke Oliver. Ja. Seht ihr meine Maus da kreisen? Wir sehen deine Maus, die Maus schon. Sehr gut. Ja, ich möchte da mich gleich an dieses Thema heute anhängen und zwar möchte ich einen Einblick geben in ein Shooting, das ich gemacht habe für den Hochkönig-Genusskalender 2021. Das ist ein Projekt, an dem habe ich 7 Monate lang dran gearbeitet und wie der Norbert schon vorher gesagt hat, das waren sehr harte 7 Monate, also ein harter Weg, den ich da gegangen bin. Es sind final 16 Blätter entstanden. Das ist jetzt zum Beispiel das August-Bild, das ich euch dann gleich die Entstehung zeigen möchte. Und mir ist es auch da wichtig, bei diesen Kalendern, dann, dass ich da ganz hochwertige Papiere verwenden, weil auch dieses haptische Erlebnis, wenn man durchblättert und dieses Papier in die Hand nimmt, das Ganze noch viel hochwertiger gestaltet, die eigenen Bilder.
Ja, das ist jetzt das August-Thema. Da habe ich für ein Hotel im Hintertal, das ist bei Maria Alm, fotografiert. Und die haben, liegen direkt mit diesem Hotel an einer Quelle. Und die Senior-Chefin, die beschäftigt sich da ganz intensiv mit Kräutern. Und im Sommer bieten sie dann immer selbstgemachte Kräuterlimonaden an. Und da haben wir uns entschieden, eine Kräuterlimonade zu zeigen, die mit Zitronen produziert wird. Und der Wunsch der Chefin war, dass dieses Bild auf der Hobelbank, auf einer alten Hobelbank entsteht, die im Restaurant steht. Ja, jetzt kommst du natürlich dorthin, siehst diese Hobelbank, stellst einmal irgendein Glas hin und zwei, drei Zitronen und fangst einmal an zum Herumprobieren an, damit man mal ungefähr ein Gefühl für die Perspektive und für die Aufnahme bekommt. Und ich habe dann da mal herumprobiert. Also das ist jetzt schon das Glas, wo dann die Limonade drinnen ist. Also ich mache dann da mal ein paar Aufnahmen, versuche mal das Licht zu finden für mich, versuche zu erkennen, wie wirkt diese alte Hobelbank. Dann haben wir schon den Strohreil dazu. Ja, und dann fange ich an, mich zu spielen mit dem Motiv. Ich sage, ah, okay, ja, Kräuter waren halt auch gut, wenn die da im Bild sind. Und man macht halt dann immer ein Foto, schaut an, korrigiert weiter und nähert sich Stück für Stück dem Endergebnis nach. Also man, es ist immer so eine Art Versuch von, ja, schaut gut aus, schaut besser aus, schaut nicht gut aus. Ja, und dann war für mich das Thema, ja, erkennt der normale Betrachter überhaupt, dass das auf einer Hobelbank gemacht wird? Und dann habe ich halt als Requisite einen alten Hobel dazu genommen, dass sozusagen da der Hinweis noch entsteht, wir befinden uns jetzt da vom Bildausschnitt auf einer Hobelbank. Ja, und dann positioniert man halt weiter und weiter. Dann füllt man schon mal das Glas an und sagt, ah, so könnte dann die Limonade ausschauen. Und dann beginnt, wenn einmal das Licht stimmt, das Feintuning. Und das sind dann immer nur mehr ein paar ganz kleine Schritte, wo man sagt, das ist jetzt das finale Bild. Jetzt gefällt es uns. Und dann macht man halt ein paar Auslösungen, versucht die Schärfe ganz genau vorne am Glas einzustellen. Und dann hat man mal eine Aufnahme. Die Kamera ist selbstverständlich auf dem Stativ. Und was ich dann, wenn ich mal meinen ersten Volltreffer habe vom Motiv, dann versuche ich, das Licht dahingehend noch zu ändern, speziell bei Getränken, dass ich das Getränk an sich noch von hinten intensiver beleuchte. Das heißt, dadurch wirkt das Getränk dann noch frischer. Also ihr seht jetzt, wenn sich nur das auf das Getränk anschaut, dann sind dann noch so von hinten ein paar so zusätzliche Beleuchtungen. Und man macht dann aus diesen unterschiedlichen Bildern anschließend in Photoshop ein finales Bild und so ist das finale Bild dann entstanden. Also da ist gar nicht mehr viel im Photoshop gemacht worden, weil die Belichtung halt ziemlich optimal war und ich habe halt nur eines, was ich gemacht habe, noch, dass ich die Flüssigkeit, wo ich sage, da von hinten beleuchtet, dann noch ein bisschen so eine Überblendung gemacht im Photoshop. Und das ist schon das editierte August-Bild, wo dann auch auf der Rückseite dann noch der passende Text dazu steht. Und wie das der Norbert schon erwähnt hat, das ist ein harter Weg, weil man muss 14 Motive dementsprechend hochwertig passend zum Monat und dann noch eine entsprechende Geschichte dazu. Es geht einfach um die Genussregion Hochkönig. Welche Speisen kann ich dort essen? Charismatische Wirtinnen und Wirten gibt es dort und nächste Woche gehen wir mit dem ganzen Projekt in den Druck und es werden einmal in der ersten Serie 150 Stück gedruckt und wenn ich dann das druckfertige Exemplar in der Hand habe, dann werden wir das in einem nächsten Fotocafé wieder vorstellen. Ja, gut, dann starten wir jetzt zur Photoshop Challenge. Ich gebe euch jetzt mein Photoshop frei. Seht ihr meine Mauskreisen? Seht ihr meine Mauskreisen? Kurzes Feedback. Ja. Okay, gut. Ja, also es findet alle zwei Wochen die Photoshop
Übungsstunde statt. Es ist ein Online-Training und das ist jetzt ein Beispiel, was wir diese Woche gemeinsam gemacht haben. Also das Ausgangsbild war dieses Porträt vom Daniel und wir haben ihn dann da passend hineingesetzt, um eine individuelle Weihnachtskarte zu erstellen. Und das war halt das finale Bild, das dann alle am Ende der Photoshop-Übungsstunde gehabt haben. Ja, und ein kleiner Hinweis am Rande, die nächste Photoshop-Übungsstunde findet am Mittwoch, den 16. Dezember statt. Diesmal haben wir das Thema Porträtretusche speziell für Weihnachten, weil wir werden ja alle zu Weihnachten unsere Familienmitglieder sehr fotografieren und dann erwartet sich ja natürlich jeder von euch ein schönes Bild und da werden wir dann ein paar Bilder typisch für Weihnachten dementsprechende Porträtretusche durchführen. Ja, und jetzt gehen wir zu unserem Photoshop-Projekt, das, was ich euch heute zeigen möchte. Dieses Bild hat mir Wolfgang Hanisch zur Verfügung gestellt. Dieses Foto ist entstanden Anfang Oktober in Wien bei unserem Model Walk und das war die Joyce, die war da eines unserer drei Models und Wolfgang hat das Bild ganz toll, das haben wir gemacht vor dem Burgtheater, dementsprechend mit Blitzlicht noch die Stimmung dementsprechend unterstützt und das ist jetzt sein Bild, wie es aus der Kamera gekommen ist. Und jetzt muss ich nur kurz da die Fenster wegblenden. Ja, und jetzt möchte ich mal kurz euch meinen persönlichen Workflow oder meine persönliche Gestaltung von diesem Bild zeigen. Und das dient jetzt nicht darum, dass ich sage, ja, also so ist gut oder das ist schlecht, sondern das ist jetzt mein persönlicher Weg und der sollte euch ein bisschen inspirieren bei der Bildbearbeitung. Und mein Weg ist immer dieser, ich schaue mir mal das Bild ganz entspannt an und versuche Störer zu finden. Und Störer sind für mich irgendwelche Elemente im Bild, am Model oder im Hintergrund, die mich ein bisschen irritieren. Und ein Störer, der mich da ein bisschen irritiert bei dem Bild, ist diese Falten, die sie da am Rand ihres Arms hat. Also das gefällt mir jetzt nicht so gut und das entferne ich ganz einfach, indem ich da den Filter verflüssigen aufrufe und dann diese Unruhe, die da in dem Arm ist, etwas begradige. Also es sollte das Ganze eine Spur gerader, linienförmiger, stromlinienförmiger sein, weil die Vorgabe bei diesem Fotospaziergang mit Models war, es sollten halt Bilder entstehen, die man zum Beispiel dann in einem hochwertigen Modemagazin veröffentlichen kann. Ja, so glaube ich, passt es für mich jetzt schon mal. Da nehme ich noch ein bisschen was weg. Okay, ich bestätige. Habe das natürlich auf einer eigenen Ebene gemacht und jetzt, wenn ich da am Auge diese Ebene ein- und ausblende, schaut mal auf den Arm, wie das gleich viel stromlinienförmig ist. Und jetzt irritiert es mich weniger. Das ist einmal das eine. Und wenn ich jetzt diese Störer eliminiert habe, dann versuche ich, das Bild von der Ästhetik ein bisschen mehr zu optimieren. Und mir, die Joyce, das Model, kommt man da auf dem Bild vielleicht eine Spur durch den Mantel, das kann auch sein, ein bisschen breiter vor. In Wirklichkeit weiß ich nicht so. Sie ist ein recht schlanker südamerikanischer Typ und daher werden wir sie jetzt da bei der Hüfte wieder eine ganze Spur nur schmäler machen. Dann nehme ich jetzt wieder den Verflüssigungsfilter, mache die Ansicht eine Spur kleiner, das Verschieben-Werkzeug ein bisschen größer und schiebe jetzt da in der Mitte ein bisschen mehr die Hüfte hinein. Und da, das war jetzt nur ein paar Millimeter, aber wenn ihr euch den Vorher-Nachher-Vergleich anschaut, schaut sehr Vorher-Nachher, was das ausmacht. Nur ein paar diese Millimeter und jetzt sage ich, wird sie jetzt wieder so schlank auf diesem Bild dargestellt, so wie ich sie halt in Natura erlebt habe. Und was uns beim Fotografieren, also wir haben ja da
gesagt, ja, also jetzt haben wir da das Model, jetzt müssen wir da tolle Bilder machen. Licht haben wir gesetzt, ich habe das Licht gehalten, der Wolfgang hat fotografiert, wir haben das Burgtheater da, diese schöne Marmorwand im Hintergrund gehabt, passend zu ihrem Hautton. Und alles hat gepasst und wir haben uns so richtig hineingestürzt im Shooting. Und wenn wir uns dann am nächsten Tag die Bilder anschauen, stelle ich fest, dass ich noch einen Störer entdecke, weil man es einfach beim Fotografieren nicht gemerkt hat. Und das ist da am Hals, da hat der Mantel diesen Rollkragen etwas gezwickt und jetzt ist das da so unförmig. Also das heißt, das Ziel war ja, meine Vorgabe bei diesem Model Walk, es sollten Bilder entstehen, die man zum Beispiel in einem Modemagazin veröffentlicht und dass der Rollkragen jetzt so eine schlampige Form hat, das ist jetzt aktuell nicht Mode, daher müssen wir das jetzt auch noch optimieren. Und das ist eigentlich im Prinzip kein Hexenwerk. Ich mache mir da immer eine Auswahl von dem Teil des Rollkragenpullis, der halt diese schöne Form hat und nicht geknickt ist. Das wähle ich mir mal da am Bild aus. So, Auswahl ist geschlossen. Okay, gut. Jetzt habe ich da diese Pixel ausgewählt und jetzt kopiere ich mir diese Pixel auf eine neue Ebene mit Steuerung J. Das ist der Kurzbefehl. Liegt jetzt da diese ausgewählten Pixel auf dieser neuen Ebene. Ich schreibe da Rollkragen 2, das wird die Korrektur. Und wenn ich jetzt da auf das Auge klicke und gleichzeitig die Alt-Taste halte, dann wird mir nur diese Ebene angezeigt und alle anderen Ebenen werden ausgeblendet. Das heißt, ich sehe jetzt da, aha, da habe ich jetzt nur auf dieser Ebene diesen schönen Rollkragen-Pulli liegen. Und wenn ich jetzt wieder die Alt-Taste drücke und auch mit der linken Maus auf das Auge klicke, sind alle Ebenen wieder eingeblendet. Jetzt nehmen wir das Verschieben-Werkzeug und verschieben wir mal da diese Ebene dorthin, wo halt der Rollkragenpulli dann diese unförmige Stelle abdecken soll. Ja, lassen wir es einmal so. Sehr gut, ich bestätige das mit Enter. Erster Schritt. Ja, und jetzt müssen wir diesen neuen Rollkragenpulli da um den Hals anpassen, dass er da schön geschwungen um den Hals zu liegen kommt. Und da, das mache ich immer mit dem Dialog transformieren. Und im Transformieren-Dialog ist es so wie mit dem Verschieben-Werkzeug, da kann ich das größer, kleiner machen oder drehen. Ja, aber diesmal möchte ich verformen. Also ich gehe jetzt da noch einmal rein, frei transformieren. Und schalte jetzt mein Werkzeug von Transformieren, ihr seht es da oben in der Optionsleiste, auf Verformen um. Der Rahmen ändert sich jetzt da. Und jetzt kann ich da mit dem Anfasser linke Maustaste halten. Einmal da jetzt diesen Schwung in den Rollkragenpulli einbauen. Also das heißt, dann muss ich, ja, gefällt mir schon gut. Genau, so. So, das gefällt mir gut. Jawohl, jetzt müssen wir da unten noch den Schwung, dass da ein sauberer Übergang ist. Okay, gefällt mir gut. Gut, ich bestätige. Ja, jetzt haben wir natürlich da Bearbeitungsspuren, wie man sieht, und auch hier. Und die muss ich jetzt noch korrigieren. Das heißt, ich lege mir jetzt da zu dieser Rollkragen 2 Pulli eine Maske an und mit einem schwarzen Pinsel, 100% Deckkraft, kann ich jetzt die Teile im Bild, die ich nicht mehr zeigen möchte, ausblenden. Also das heißt, ich werde da mal einen schönen Übergang schaffen, dann hier, ja, gefällt mir schon gut, dann da unten, das braucht man nicht, weil da, haben wir, da ist eh alles sauber. Jetzt näher ich mich da an, jawohl. Und jetzt muss ich halt noch den Rollkragenpulli da mit dem Mantel halt, dass ich da einen schönen Übergang finde. So. Jawohl, schaut gut aus.
mache das Ganze noch ein bisschen kleiner, dass man da auch noch. So, jetzt passt's. Okay, schauen wir uns das einmal an. Ja, ja, gefällt mir schon gut. Ja, jetzt, wenn da vorne der Mantel vorbeigeht, dann bildet sich ja meistens dahinter ein Schatten. Und den müssen wir jetzt noch da einbauen in das Bild, weil jetzt ist mir das zu homogen, weil es jetzt eh, das war da so homogen, von da haben wir die Pixelnummern, das gefällt mir nicht ganz. Gut, das heißt, ich möchte jetzt einmal diesen Teil des Rollkragenspulli, der da vorne ist, eine Spur abdunkeln. Ja, das mache ich einfach mit einer Gradationskurve und ziehen wir mal den Weißpunkt nach unten. Ja. Jetzt in dem Fall wird natürlich das ganze Bild abgedunkelt, weil sich der Effekt von dieser Einstellungsebene auf das ganze Bild überträgt. Um jetzt nur das auf diesen Teil da, das Rollkragenpulli 2 zu übertragen, muss ich jetzt aus dieser Einstellungsebene eine Schnittmaske erstellen. Also rechte Maustaste hier auf diese graue Ebene, Schnittmaske erstellen. Das bedeutet, diese Einstellungsebene abdunkeln wirkt sich jetzt nur auf diesen Rollkragenpulli aus. Das heißt, ihr erkennt eine Schnittmaske mit diesem Pfeilsymbol. Also das heißt, das wirkt jetzt nur da auf diese Ebene aus. Jetzt ist das Ganze natürlich noch eine Spur zu dunkel, aber dadurch, dass wir da eine Einstellungsebene liegen haben, brauche ich jetzt nur wieder da in den Eigenschaften das Ganze ein bisschen reduzieren, bis es für mich passt. So ungefähr. Ja, also ich blende einmal diese Einstellungsebene ein aus. Ja, machen wir das Ganze ein bisschen mal kleiner. Ah ja, jetzt schaut es schon sehr natürlich aus. Ja, wenn wir jetzt aber genau schauen, finden wir hier noch einen Schatten von dieser Falte, die da herübergelaufen ist. Also ich schalte jetzt nochmal diese Ebene aus. Ihr seht eh, da ist diese Falte. Ja, und da sieht man noch ganz dezent diesen Schatten. Na, das müssen wir noch ändern. Das heißt, ich lege mir da nochmal eine Gradationskurve an, erhöhe das Ganze ein bisschen da, die Helligkeit. Wirkt sie natürlich wieder auf das ganze Bild aus, wollen wir nicht. Daher haben wir jetzt da diese weiße Maske. Weiße Maske bedeutet, es wirkt sich auf das gesamte Bild aus. Wir werden jetzt die Maske auf schwarz invertieren. Das heißt, dieser ganze Effekt, den wir jetzt da kreiert haben, ist jetzt weg. Na ja, jetzt nehmen wir mal einen weißen Pinsel und male auf der schwarzen Maske da das Ganze wieder hinein, diesen Aufhellungseffekt, damit dieser Schatten verschwindet. Also das heißt, ich gehe da jetzt auf 10% Deckkraft, dass das nicht so brutal wird und mache jetzt da diese schattigen Stellen eine Spur heller. Gut, machen wir das Ganze wieder kleiner und jetzt sehe, da habe ich noch ein bisschen einen Schatten. So, jetzt ist der Effekt weg. Gut, ich schalte das jetzt einmal ein aus. Ihr seht eh, da sieht man noch die Falte und da ist weg. Also man braucht da keinen Kopierstempel, gar nichts, sondern es ist einfach dunkler, ein Schatten und wenn ich das aufhelle, ist das Ganze weg. Ja, jetzt finde ich, schaut das schon recht cool aus. Ich schalte einmal das Effekt aus. Jetzt sehe vorher dieser Störer, wo ich sage, nein, schaut gar nicht cool aus. Jetzt haben wir das Ganze ein bisschen korrigiert. Ja, was man vielleicht noch ein bisschen stört ist, jetzt ist da der Mantel drüber, über diesen Rollkragenpulli, das heißt, da kehrt noch ein bisschen ein intensiver Schatten und den müssen wir auch noch machen. Das heißt, ich mache nochmal eine Gradationskurve, legen wir da wieder eine Schnittmaske an, weil ich möchte das ja nur da auf diesen Rollkragenpulli, Schnittmaske erstellen und jetzt dunkle den Effekt wieder ab. Okay. Ja, wirkt sie natürlich jetzt auf dieses ganze Rollkragensegment aus, will ich nicht. Das heißt, ich invertiere die Maske wieder auf schwarz. Und jetzt nehmen wir mal wieder einen weißen Pinsel, 10% Deckkraft passt, und malen mir jetzt da nur diesen Schatten ein bisschen rein. Das heißt, da wo der Rollkragen, also der Mantel abdeckt, kehrt ein bisschen das Ganze dunkel. So, schalten wir das Ganze jetzt wieder mal ein aus. Ja, und jetzt merkt es kein Mensch mehr, dass wir aus einem schlampigen, das, was die Fotografen übersehen haben, einen schlampigen Rollkragenpulli, einen schönen Rollkragenpulli gemacht haben. Okay, gut. Also das heißt, wir haben
Störer entfernt. Wir haben das Bild ästhetischer gemacht, damit wir da ein bisschen die Hüfte ein bisschen schmäler gemacht haben. Und jetzt zum letzten Schluss kommt noch ein Look über das Bild. Was meine ich mit Look? Naja, ich überlege mal, was ist das Ziel dieses Bild? Ich habe bei diesem Model-Fotowalk das Ziel gehabt, es sollten Bilder für ein Modemagazin entstehen. Natürlich, wenn Sie jetzt zu Hause zu Weihnachten eure Familienmitglieder fotografiert, dann könnte zum Beispiel ein Look sein, es sollte halt dieses Kerzenlicht schön zu sehen sein, also ein wärmerer Look. Und da sage ich, mach mir einen modischen Look. Ja, und ein modischer Look wäre zum Beispiel jetzt, dass ich sage, in die Tiefen gebe ich ein bisschen Magenta hinein. Also das heißt, ich lege mir deine Einstellungsebene an, selektive Farbkorrektur, wähle dann da Schwarz, habe ich da jetzt den Magenta-Regler, wenn ich nach links gehe, wird es grün, das ist die Komplementärfarbe, und wenn ich nach rechts gehe, kommt ein bisschen Magenta. Schaut mal, wie plötzlich das viel edler wirkt. Also heißer Tipp von mir, wer einen modischen Look haben möchte, gibt in die tiefen Töne ein bisschen Magenta hinein. Ja, das gefällt mir schon gut. Also jetzt haben wir die tiefen Töne mit einem Look versehen. Jetzt werden wir die Lichter auch noch mit einem Look versehen. Und da würde ich gerne in die Lichter ein bisschen Blau dazugeben. Und mir gefällt der Blau-Look am besten bei der Gradationskurve. Also nehmen wir mal die Gradationskurve. Mit der Gradationskurve mache ich Bilder heller oder dunkler. Ich kann aber auch einen Farbkanal hier auswählen und da wähle ich jetzt den Blaukanal. Und wenn ich da jetzt den Lichterpunkt verschiebe, kann ich da jetzt in die Lichter ein bisschen mehr Blau reingeben. Schaut mal, das ist natürlich viel zu viel, aber so, ja, das gefällt mir gut. Jetzt gebe ich mal diese zwei Einstellungsebenen, wo wir den Look erzeugt haben, in eine Gruppe. Ordnung ist immer das halbe Leben im Photoshop, das da mal gleich mit Look beschriften. Da sind jetzt in dieser Gruppe diese zwei Einstellungsebenen drinnen. Und jetzt schaut bitte auf das Bild. Ich mache es gleich ein bisschen größer. Jetzt ist der Look eingeschaltet. Look aus. Ja, so ist es aus der Kamera gekommen. Ist auch sehr attraktiv.